willkommen bei Toms Feines, Weingut Thomas Benz, in Minheim an der wunderschönen Mosel. Das ist doch echtes Garagenweingut, oder? Absolut, definitiv. Also mit gerade mal 3,5 Hektar, die wirklich auch bewirtschaftet werden, habe ich mich jetzt hier in der Garage meines Opas niedergelassen, die noch nie zuvor Weinkeller war. Da stand zuvor nur ein alter Traktor drin und im Grunde jede Menge Zubehör aus dem Elektro-Einzelhandel. Und ja, dann haben wir innerhalb eines halben Jahres, beziehungsweise effektiv arbeitstechnisch innerhalb von 2-3 Monaten, hier alles auf Vordermann gebracht und für hygienische und gute Arbeitsbedingungen gesorgt. Thomas, ja. Wir wollen natürlich deine Kreativität testen, deswegen ganz kurzes Ping-Pong mit mir. Ja. Weiß oder rot? Rot. Trocken oder lieblich? Definitiv trocken. Weinberg oder Keller? Tatsächlich eher Keller. Okay. Wäre ich ein Wein-Superheld, dann wäre ich... Oh, dann wäre ich bestimmt einer, der sehr kreative so in alle Hürden nimmt und sich an nichts Traditionelles hält. Da ich aber in der Welt selten unterwegs bin, kann ich ja kein Synonym dafür nennen. Schwierig tatsächlich. Okay, der Wortfindungsprozess ist noch im Gange. Wir fragen dich am Ende des Castings noch. Ja, sehr gerne. Bis dahin ist mir was eingefallen. Super. Und als letzte Frage. In 3 Jahren bin ich? In 3 Jahren bin ich hoffentlich sehr glücklich mit meinem Betrieb. Meine Frau unterstützt mich, wo ich dann auch immer stehen mag. Mein Ziel ist auf jeden Fall, mit einigen meiner Premium-Weine tatsächlich qualitativ an die Spitze der Mosel zu kommen. Außergewöhnlich will ich meine Rotweine gestalten, weil es untypisch für die Mosel ist. Und viele Dinge lasse ich auch gerne auf mich zukommen, aber die Motivation, die ist ungebrochen. Thomas, wenn es klappt beim Casting und du bei Vinventure dabei bist, worauf freust du dich am allermeisten? Ich habe gesehen, du hast schon wirklich CI-konforme schwarze Gläser extra ausgepackt. Also genau. Farblich bist du schon voll mit dabei. Worauf freust du dich? Ja, absolut, Natascha. Also ich freue mich natürlich am allermeisten darauf, dass ich meine Kreativität in Zukunft noch mehr und stärker ausleben kann. Die Möglichkeit habe, das bei euch auch in eine Förderung einzutreten und vor allem auch den Kontakt zu den anderen Mitgliedern eurer Community, den Austausch dessen, dass man wirklich auf einem absolut gleichen Niveau sich miteinander austauschen kann und einfach die Entwicklung mitzumachen, das selber auch genießen zu dürfen, so einer Community Teil sein zu dürfen. Da freue ich mich einfach riesig drauf.